Juni 2020 scheint ein abwechslungsreicher Monat zu sein, vor allem in den Bereichen des Geldes, Beziehung und Familie. Du wirst im Laufe des Monats einiges erleben und erfahren, was dein Wissen über eine Person oder Situation vertiefen wird. Zwischen 1. und 4. des Monats hast du einen Spannungsaspekt zwischen Venus und Mars. Am Monatsanfang hast du wenig Lust und Enthusiasmus, eine Sache zu erledigen oder dich mit einer Person herumzuärgern. In Sachen Liebe können bestimmte Ängste und Hemmungen vorkommen, die wirkliche Intimität verhindern. Bei jeglichen Geschäften sollte man mehr Ehrlichkeit und Transparenz verlangen, damit man sich nicht in eine Situation mit unkalkulierbaren Risiken begibt. Am 5. des Monats haben wir einen Vollmond und eine Mondfinsternis in Schütze. Falls zutreffend, wird dir bis zum Monatsende ein klareres Bild darüber geben, wie du dein Geld vermehren kannst und deine wirtschaftliche Situation stabilisierst. Wahrscheinlich musst du dich dafür richtig und tiefgründig informieren. Das Thema Ausland kann je nach Geburtshoroskop mehr oder weniger relevant sein. Zwischen 5. und 8. bilden Mars und Sonne eine Quadratur. Die Beendigung eines Kontakts, einer Freundschaft oder Beziehung kann erfolgen. Wenn du dich von jemandem schlecht behandelt fühlst, dann solltest du dich nicht von Gefühlen der Trauer oder anderen negativen Emotionen beherrschen lassen. Bis zum 17. des Monats bilden Neptun und Sonne eine Quadratur. Nur wenn du treu zu dir selbst bist, wirst du deinen inneren Kräften aktivieren und diese in Tat umsetzen. Es ist wichtig, an diesen Tagen sich nicht von Menschen verunsichern zu lassen, die einem das Gefühl geben, weniger wertvoll zu sein, als man eigentlich ist. Wichtig ist es, dass du dich selber erkennst, dass du nicht aufgibst, vor allem wenn du eine große Herausforderung zu meistern hast. Zwischen 18. und 22. des Monats haben wir eine Sonnenfinsternis und Merkur geht rückläufig in Krebs. Eine Situation dürfte bald eintreten, die dein Leben in Bewegung bringen wird. Es kann sein, dass du dich in kürzester Zeit für einen wichtigen Termin vorbereiten musst. Ein Wohnwechsel ist bei vielen Stieren möglich. Zwischen 23. und 25. haben wir Neptun rückläufig in Fische. Neptun wird rückläufig bis Ende dieses Jahres in Fische bleiben. Das heißt, bis dahin dürftest du deine Wunschvorstellung für die Zukunft konkretisieren müssen. Man soll diesbezüglich realistischer und detaillierter sein. Am 26. geht Venus direkt in Zwillinge. Bis Anfang August dürftest du eine Verbesserung deiner Finanzen erleben. Abgesehen davon, wenn du ungünstige Planeten im Geburtshoroskop hättest. Und dann zum Schluss, am 30. des Monats haben wir eine Pluto-Jupiter-Konjunktion in Steinbock. Bis zum Jahresende wirst du ernsthafte Erlebnisse haben, die dich reifer und erfahrener in einem Lebensbereich machen werden. Lieber Stier, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Juni 2020. Wenn du eine genauere und individuelle Prognose brauchst, meine Kontaktdaten findest du unten bei der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, bleib gesund und bis zum nächsten Video.